Ja, und da sind wir wieder bei einer weiteren Aufnahme von Hearthstone Kartenchaos. Wir heißt, der Amethyst ist natürlich bei mir. Hi. Und ja, wir spielen diese Woche Zufall total. Was genau das bedeutet? Naja, es gibt Zufallsbegegnungen am Wegekreuz in einem Mannersturm. Das klingt immer noch wie eine Beschreibung zu einem richtig schlechten B-Movie, so Sharknado 3, 4, 5000. Das klingt fast so, als hätte Milhouse Mannersturm nach dem Warcraft-Film mit seinem eigenen B-Movie bekommen. Oh ja, so ein bisschen. Und da terrorisiert gerade das Wegekreuz. Naja. Okay. Dann fangen wir mal an. Oh, den Rest soll ich gar nicht vorlesen? Nein, das ist... Okay, dann fangen wir an. Ach, warte mal, nicht wählen. Herausfordern. Oh ja. Oh Mann. Bringt mir herzlich wenig, wenn ich nicht gegen dich kämpfe. Genau, das wäre strange geworden. Den da. Ich bin schon fertig. Ich auch. Tut übrigens ein bisschen leid, dass Hearthstone diese Woche ein bisschen spät kommt. Haben es wegen Zeitmanagement echt absolut nicht auf die Reihe gekriegt. Ja, wir hatten ein bisschen was zu tun diese Woche. Ihr habt es so gewollt. Strange. Na, hast du schon sofort eine Legende auf der Hand? Ich muss immer lachen, wenn ich diese Karte sehe. Welche? Ach, schon okay. Ich werde sie gleich sehen. Du kannst weg. Und wenn Nikos Runde 1 ist 1? Das wäre Sinn. Ja, tut sie, aber es ist relativ sinnlos. Okay. Achso, die Mirida-Karte oder was? Nein. Viel geiler. Oh Mann. Also das ist jetzt echt ein schlechter Witz. Ich hoffe, die kostet gleich nächste Runde immer noch eins. Weil... Need und so. Erstmal gleich die Armee rufen. Ja, das funktioniert ja jetzt nicht mehr so. Hm. Okay. Ja! Nein! Ja! Oh mein Gott! Das war schon mal mega. Was war das jetzt? Oh Gott, wie ist... Das ist so geil einfach nur. Oh, klick mal auf die Ketten oben bei dem Mund. Meinst du auf die zum Runterziehen? Nee, auf die Kette, die in die Lava hängt. Und vergiss nicht zu spielen. Oh, ich hab den Profen gezogen. Genau. Oh. Ich bin mir gerade nicht sicher, was ich jetzt am besten mache. Nehmen wir das. Lol. Man kann den Kopf wieder reinstecken. Schade. Schade, schade. Ach komm, was soll's. Yeah. Alter, hab ich einen Luck. Alter, Walter. Hab ich ein Glück. Oh ja, ich auch.
Ah, leck mich doch. ist doch nicht fair. Jetzt habe ich verloren. Ich habe nämlich nichts mehr auf der Hand. Echt nicht? Nein, ich habe jetzt gerade meine letzte Konterkarte geschmissen. Ich habe verloren. Scheiße. Meine Karten sind gerade alle zu teuer, ich kann nichts machen, das war's. Spül mal den Hammer auch noch runter. Hab ich auch gemacht. Huh, was? Guck mal ganz bei mir auf dem Bildschirm. Was? Das ist ein Quietsche-Pferdchen. Say what? Alles Fleisch. Alles Fleisch. Oh ja, ich hab auch ein blaues. Ich hab so ein violettes. Ah, oh, Herr im Himmel. Oha. Ja, komm. Ich weiß, wer ihr seid. Ich muss sowieso meinen Beschwörungsstein dran glauben. Was ist das denn? Okay, Schwachsinn. Aha, mal gucken, was ich überhaupt an Karten hier habe. Hier schwimmt da dieses blaue... Mann! Bei mir kommt gerade ein U-Boot hoch. Müsste das nicht eigentlich wegschmelzen? Ich hab keine Ahnung. Oh, es ist geplatzt. Super. Sehr clever, dass es das passiert ist. Die Lunte brennt. Ich hab's gemerkt. Warum greifst du den Beschwörungsstein nicht an? Ach stimmt, wir wussten, hab ich schon gesehen, was der macht, ne? In der vorigen Folge. Alter, jetzt hast du aber auch... Vor allem wirkt er nur, wenn du Zauber wirkst. Du hast nicht viele Zauber. Ja, es kommt gerade nichts. Ich habe gerade nur Kreaturen. Oh Gott. Ich habe wahrscheinlich auch verkackt. Super. Ich muss mich trotzdem drum kümmern. Komm, weg damit. Was? Ach ja, dann macht er nur zwei Schaden. Scheiße. Verdorie, nur eins. Das machst du doch mit Absicht. Nee, absolut nicht. Für den König. Die ohren sich gegenseitig. Was? Finkel Einhorn. Ach ja, klar, der gehört ja dazu. Ich brauche mal wieder einen Zauber. Komm, ich muss irgendwas spielen. Wir haben viele Geheimnisse. Kann der irgendwas? Nö, der kann gar nichts. Eiskalt erwischt. Hm.
Okay. Ich habe keinen Mech. Oha. Oh oh. Oh Gott, nein. Der ist mal fett deswegen auf der Hand. Jetzt kommst du auch. Schön wär's. Ein Mini-Magier. Ja, verloren. Und zwar ziemlich mies. Also bis gerade eben war es noch spannend, jetzt ist es gerade langweilig geworden. Also interessant, dass bei dem Modus einfach jede Runde was Neues passieren kann, ne? Oh, wow. Ja gut, ich hätte auch gewartet, dass irgendwie mehr passiert. Ich ergebe mich. Also mit dem Erscheinen von Deathwing ist es gerade schlagartig langweilig geworden. Definitiv. Okay, machen wir es nochmal. Ich wünsche, es gibt einen Knopf Zufallszelt dafür. Sind wir noch in der Herausforderung? Ja, sind wir noch. Gut. Sag mal, jetzt hast du schon 1 und 9. Ah ja, stimmt, das ist ja dieselbe Anordnung. Das war jetzt echt. Einfach nur eine doofe Idee, ich warte auf dich. Nimm noch Paladin, wenn ich weiß was. Ja, okay. Oha. Also vom letzten Duell bin ich echt enttäuscht, so langweilig gestorben bin ich schon lange nicht mehr. Ja, das stimmt allerdings, das war echt sehr langweilig zum Ende hin. Und ich konnte halt nichts anderes machen, also musste ich ihn halt spielen, ne? Man kann auch gar keine Karte spielen. Ja, klar, aber das ist dann so... Wenn man dadurch das Spiel total runterzieht. Ein Murloc-Ritter. Ich hab schon wieder so einen Murloc. Super Murloc-Deck. Naja, schon verloren. Die Münze, was passiert? Ich verrat's niemandem. Melde mich zum Dienst. Yay. Yeah. Okay, ich weiß gar nicht, hat der Warlock Geheimnisse? Keine Ahnung. Na super. Ich blute für Kato. Eine der wenigen sinnvollen Karten aus dieser Reihe, ne? Ja, und dann hast du ein Cthulhu-Deck nachher. Hast nachher so ein 20-20-Ding, ne? Unwahrscheinlich. Alter, ich habe jetzt schon nur noch 2 Karten auf der Hand. Was ist das? In den Kampf. Das läuft nicht gut. Es läuft nicht gut. Geht. Ich sehe es bei mir gerade ein bisschen ähnlich. Es läuft gar nicht gut. Das Böse ist halt, wenn ich auch Murlocs hätte. Ja, dann. Dann würde dein Trübauge auch stärker werden.
Ja, zum Glück spielst du nicht Krieger. Bin ich hier richtig für das Angelturnier? Komm, nein. Das war's. Einen kurzen Moment lang dachte ich, die Karte zeigt den Mittelfinger. Wegen der Körperhaltung. Oh ja, so ein bisschen. Vor allem, weil die anderen Finger so ein bisschen ausgegraut sind. Ich glaube, das verliere ich jetzt gerade. Na komm. Was sollte das? Warum ist der Spotter weggeschmissen? Du hättest die noch nicht Runde sowieso zerstört. Und dafür hast du jetzt keinen 8-8er mehr auf dem Feld. Ja gut, das ist ein Argument. Ich habe keine dämlichen Cthulhu-Karten mehr. Ich habe sowieso keinen Cthulhu im Deck. Na ja, super. Ja, stell dir vor, du hättest jetzt den anderen noch. Ja, das wäre da hätte ich jetzt ein Problem. Oh ja. Unterschätzt die Schildkröte nicht. Unterschätzt die Schildkröte. Alter, der hat 5-5. Das ist krass, ne? Ich brauche so eine Schildkröte, dann werde ich in-game vielleicht auch mal besser. Das ist richtig übel. 5-5 und jeder deckt eine Karte auf und wenn ich mehr Leben habe, wenn meine Karte mehr Leben hat als deine, werde ich um 7 geheilt. Das war halt die Idee dahinter, aber du hast leider mehr gehabt. Oh, die Karte, die ich gekriegt habe, ist eigentlich recht cool. Ich kann nichts machen. Obwohl doch, ich hätte den Spotter angreifen können, aber... Naja, die zwei Schaden, ne? Die hätten mir auch nicht wehgetan. Zufall! Yay. Prima. Weihe sieht im Spiel nicht so cool aus. Weihe ist im Spiel auch nicht ganz so gut. Weihe ist im Spiel eigentlich scheiße. Oh Mann. Ich glaube, das liegt im Hexenmeister-Deck. Also ich komme mit dem Ding aber auch gar nicht klar. Ich komme aus der Leere. Ich brauche mehr Karten. Ich habe eine gute Karte, aber die kommt einfach nicht. Die wird immer teurer. Ja, ich... Eben war ich noch nah dran, jetzt bin ich wieder weit weg von ihr. Das ist mega voll kacke. Okay, das läuft also gerade nicht so gut. Sollen wir die Runde beenden und noch neu probieren? Ach, Quatsch. Aber ich habe verloren, was soll's. Das meinte ich dann mit die Runde beenden. Unterschätzt die Schildkröte nicht. Nein, so meinte ich das eigentlich nicht. Ach so, okay. Weil ich wollte eigentlich die eine Karte, das Todesröcheln, noch zumindest mal ausprobieren. Ach so, was wäre es denn gewesen? Keine Ahnung, zufälliger Dämon. Weiß ich ja jetzt nicht. Ach so, oh ja. Aber von deiner Hand. Nee, aus meinem Deck. Aus dem Deck? Das ist schon Hand. Ist egal. Wollen wir noch eine Runde? Ja, wir können noch. Eine geht noch. Eine geht noch. Nee, der Charakter ist auch scheiße. Warum gibt's hier eigentlich nur Scheiße? Ja, ich wünschte nicht mehr, die würden mal ein neues Deck einfügen. Gab ein Classic WoW nicht mehr. Obwohl, müsste auch eigentlich der Shami rausfallen. Geht, okay, der Shami war ja bei der Horde dabei. Ja, aber halt nur bei der Horde. Und der Paladin nur bei der Allianz. Ja gut, weil dann werden sich dann wieder fair. Ist schon fair, genau. Das sind die neuen Classic-Klassen. Nicht meine Aufnahme, ich bin ein bisschen geknickt, gebe ich ehrlich zu. Na okay, probieren wir es nochmal. Ja, ich warte auf dich. Achso, Entschuldigung. Was nehme ich denn für ein Deck? Ja, keine Ahnung. Ach komm. Vielleicht kann ich mit dem Deck mal was in den Zufallsmodus reißen. Wahrscheinlich verkacke ich sowieso. Ach Gott. Ja, hab verloren. Weiß nicht, ich habe dieses Deck noch nie wirklich...
Oh ja, ich krieg jetzt schon nur gute Karten. Ich kann alles, was ich gekriegt habe, gleich erstmal wegschmeißen. Mhm. Ach, gib mir doch noch ein bisschen teurere Karten. Kann ich da im ersten Zug super viel mitmachen. Ich habe ein Piratendeck, so wie es aussieht. Oh, okay. Ich schmeiß Karten weg und krieg noch schlechtere. Ich habe eh keine Ahnung, wie funktionieren die Kombo-Karten? Keine Ahnung. Das ist doch ein schlechter Witz hier. Ah, die weite, weite Welt. What? Das probier ich nochmal. Das ist so ein Witz. Das ist doch echt einfach nur ein schlechter Witz. Dies ist unsere Stadt. Haut ab. Okay. Also funktioniert Kombo genauso wie Kampfschrei. In etwa, genau. Nur man muss den als zweites spielen. Nicht als erstes. Vermute ich es mal. Deswegen. Nee, es gehen nur die Diener von meiner Hand. Ach, und Anub-Arak ist ja nicht schlimm, ne? Ja, ich weiß es. Vor allem, weil ich den überhaupt nicht aus dem Spiel nehmen kann. Ich sehe es gerade auch. Prima. Was mache ich denn jetzt? Die Runde spiele ich denn nicht? Der Nullifizierer schon eklig. Von wegen keine Heldenfähigkeiten, keine Zauber. Ja, aber ist ja gleich tot, was soll's. Hat mir dann auch nicht geholfen. Ui. Verzweiflung. Keine Chance. Na toll. Du mit deiner Baumarmee da. Lass doch meine Bäume in Ruhe, alles was mir geblieben ist. Läuft ja doch nicht ganz so mies. Ach Gott, ich habe auch diese Kack-Ketun-Karten. Ich komme aus der Tiefe. Ja, ich bleibe erstmal hier hinten. Ich habe nicht genug Mana.
Das war doof. Ach du Kacke, ja gut. Wieso? Der kann eh nichts machen. Damit die Karte billiger wird. Okay. Oh. Das ging ja schnell. Ging, ich fand es eigentlich ziemlich spannend. Okay, nochmal. Ich denke gerade mal, eine können wir nochmal machen. Ist ja schon fast eine halbe Stunde. Komm, machen wir noch eine. Ja, gut. Ach, was spiele ich denn? Ich spiele, glaube ich, mal was ganz Ungewöhnliches, was ich noch nie gespielt habe, glaube ich. Ja, ich habe es noch nie gespielt. Spielst du Droide oder Jäger? Ja, das sind, glaube ich, die einzigen beiden Decks, die ich noch nicht gespielt habe im Kartenchaos. Machen wir es ein Mirror Battle oder was? Ja. Wirklich? Ja. Ich wusste ja, was du spielst. Wo hast du es gesehen? Ich hab's nicht gesehen. Das ist das einzige Deck, was du noch nie gespielt hast. Stimmt, Druin hab ich schon mal gespielt. Oh Gott, krieg ich hier eine Scheiße. Das ist doch schön. Danke. Das freut dich. So, was passiert jetzt gleich im Mana-Sturm? Also in meinem Mana-Sturm passiert gar nichts. Echt nicht? Nein, hat sich nichts verändert. Alle Zahlen mit Weiß. Oha. Oh, ich wüsste gerne, was du für Karten hast. Aber ich darf nicht spielen. Euer Tierbegleiter. Ich kostete gerade nur eins. Und ich dachte, ich hätte einen guten Anfang gemacht. Ja, alles klar. Oh, die Karte ist böse. Ich glaube, die spare ich mir nochmal auf. Die hat das Potenzial, dich innerhalb von zwei Runden zu zerfetzen. Oh nein, sie kostet jetzt eins. Nein. Ach komm, mach. Wieso spielt man den denn? Entschuldigung. Ich bin ein Morgenmuffel. Okay. Gut, dass ich nicht... Schlecht, dass ich nicht gemacht habe. Ach komm, ich spiele, was er eins kostet, okay? Mach, was du willst. Es geht ums Gewinnen. Das meine ich von wegen, die ist echt übel. Jetzt hat die Olle sich selbst geownt. Für ein 1-1er Wichtel. Juhu. Sind noch ein paar legendäre Karten auf der Hand? Die ist aber eigentlich eher gut für dich. Ja, trotzdem. Weg mit dem Wichtel. Das ist richtig übel, was mit dem Ding abgeht, ey. Auch nicht. Ja, aber er hat das Potenzial. Alter!
Also hast du gesehen, wie hoch die Zahl gegangen ist, ey? Das interessiert mich jetzt nicht mehr. Aber war nicht schlecht, muss ich sagen. Die Tiere haben sich von mir abgewandt. Okay, schade. Irgendwie hat der... Okay. Gut, es ist ein Effekt, dass du 50% Chance hast, zwei Karten zu ziehen. Also warum spielt man den im Normalfall? Weiß ich nicht. Vielleicht wenn man darauf aus ist, dass der Gegner dadurch verliert, dass du sein Deck verbrennst. Ja gut, das ist die, glaube ich, auch die Idee dahinter. Weil du hast ja eine maximale Anzahl von Karten, die du auf der Hand haben kannst und alle anderen Karten, die du ziehst, werden, glaube ich, verbrannt. Für das Auge. Oh Mann, es läuft gar nicht gut. Ja, stimmt wohl. Also du kannst dich nicht darüber beschweren, dass du nicht die Chance auf mehr Optionen hast. Was? Ragnaros, nicht was. Das ist ja voll dein Ei, ne? Ich weiß. Ich fühle mich auch gerade mega unwohl. Die arme Schlange. Aber ich verliere trotzdem. Ich wüsste nicht, wie ich das... Wie ich das noch gewinnen soll. Ja, das ist gerade schon sehr eindeutig geworden. Leider. Außer du spielst jetzt irgendwie Deathwing oder sowas. Ja, hätte ich gern. Aber dann wird das Spiel so langweilig. Das. Nicht das richtige Wildtier. Ja, das war's jetzt. Ich kann jetzt spekulieren, was Raggi macht. Machen wir einfach mal. Was macht er? Der wütet einfach nur darum. Ja. Danke. Ich will die Schlangen loswerden. Machen die dir Angst? Ja, irgendwie schon. Oh. Ich fühle mich damit mega unwohl. Die Indiana Jones Karte. Prima. Immer noch so genial. Das ist einfach mega cool. Aber ich krieg nichts Brauchbares, das ist das Blöde. Oh, der ist natürlich brauchbar. Oh. Ich hab nichts gesagt. Oha, 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 oha. Jetzt geht's mir ans Fleisch.
Kann Rage nicht angreifen? Ah, okay, Entschuldigung, hab nichts gesagt. Au. Autschi. Du solltest was aufs Feld bringen. Ich merke das gerade, ich habe keinen Drachen auf der Hand, oder? Nein. Ich habe den, ich kann den bringen. Bringt mir mal nichts. Ich kann ihm das hier noch geben. Oh Mann. Ich kann das hier noch spielen. Und das war's. Ich glaube, du hast gewonnen. Alto Belli. Alto Belli, ey. Ich hau mal den Gong. Ja, ich hab zu viele Diener auf dem Feld, okay. Mehr geht nicht. Puff. Oh, wenigstens ein Spiel gewonnen. Wenigstens eins, hast du das erst nicht auch gewonnen? Nein, ich hab beide verloren. Oh, ich hab alles weitergeklickt. Ja gut. Das waren jetzt unsere... Wie lange haben wir es aufgenommen? Oh ja, war eine längere Folge. Ist aber okay. Das ist eine Entschädigung dafür, dass es jetzt so spät kommt. Willst du... Oder? Hä? Was? Was? Was will ich? Abmod? Achso, ich dachte, du bist gerade schon so im Flow. Achso, nee, gut. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat dir gefallen und... Bis zum nächsten Mal. Diese Woche mal versprechen wir mal, oder hoffen wir mal, dass wir Donnerstag das Kartenchaos raushauen können schon. Pünktlich um 2:30. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.